herzlich willkommen zu meinem neuen Video, ihr lieben Freunde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das wird eigentlich sogar eine Videoreihe und ihr fragt euch sicher, wo bin ich denn hier und warum halt das so doof und warum ist das Licht nicht so cool und überhaupt. Das kann ich jetzt leider nicht ändern, weil ich bin nicht zu Hause, ich bin im Harz, habe nur meine Vlogging-Cam dabei und habe ein Apartment mir gemietet, weil ich hier fasten werde. Das wird krass. Also eine Woche Heilfasten. Ich habe mir jetzt kein Hotel, das das anbietet, genommen, weil ich bin nicht so der Gruppenmensch, der sich da gerne in die Gruppe setzt und mit den Gruppenmitgliedern redet und das klingt jetzt total assi, Sachen nach Anleitung macht. Ich mache das lieber eher alles auf eigene Faust, bin vielleicht auch ein bisschen soziophob. Und außerdem ein großer Teil war natürlich, weil ich meine kleine Maus sonst nicht hätte mitnehmen können und hier kann ich sie einfach mitnehmen. Es ist ein ultra geiles Apartment mit eigener Sauna, weil das war mir wichtig, dass ich auch saunieren kann. Und meine Wellness-Anwendungen mache ich mir einfach selbst. Da fahre ich, glaube ich, ganz gut mit. Ja, und zu allem Übel lasse ich euch dran teilhaben. Ich dachte, vielleicht interessiert euch das. Ich bin nämlich mega gespannt. Ich wollte das schon immer mal machen. Guckt mal jetzt mit euch zusammen, wie das klappt. Also ich will 5 Tage komplett nichts essen, also nur Wasser trinken, Tee trinken und eine Gemüsebrühe am Tag, also ohne Inhalt, nur Brühe. Ein Entlastungstag, der ist heute. Das heißt, da esse ich nur Obst und Gemüse. Habe ich schon alles eingekauft. Dann mache ich mir eine super schöne Gemüsesuppe. Und dann als Nachtisch ein paar Früchte. Man soll auch, wenn möglich, nichts anderes am Entlastungstag essen, weil das Letzte, was dann im Darm bleibt, ist ballaststoffreiche Kost, also von Obst und Gemüse. Die gären nicht so leicht wie Zucker aus Getreide oder eben Fisch- und Fleischrückstände, die ja auch noch faulen. Und dann kriegt man Blähungen und Durchfälle und Kopfschmerzen. Aber das betrifft mich ja eh nicht, weil ich ja eh vegan lebe. Deswegen, das mache ich heute. Dann noch 2 Aufbautage, also das Fastenbrechen mit einem Apfel und am Abend irgendwie auch noch eine Suppe oder so. Genau, und am zweiten Tag baut man das dann so auf. Also insgesamt bin ich 8 Tage hier und ich bin mega, mega aufgeregt und irgendwie total excited und euphorisiert. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich krasse Stimmungsschwankungen haben werde oder ob ich es überhaupt schaffe. Vielleicht sage ich auch am zweiten Tag oder dritten Tag, ich breche ab, ich kann das nicht. Ich werde es dokumentieren. Wie gesagt, ihr seid live mit dabei, oder nicht ganz live, ihr kriegt das ja zeitversetzt mit. Was? Warum? Warum? Ja, ich wollte das, wie gesagt, schon immer mal machen. Und zwar, weil ich dieses innere, tiefe Bedürfnis habe, zu entgiften, zu entschlacken. Ich habe mich die letzte Zeit auch irgendwie blöd ernährt, habe irgendwie viel Fettiges gegessen, viel bestellt und war faul. Hat man mal phasenweise, ne? Dann bin ich auch wieder total healthy living. Aber eben die letzte Zeit war das nicht so und ich habe auch zu wenig getrunken. Meine Haut ist irgendwie trocken geworden und dann durch das Heilfasten lernt man ja auch wieder mehr trinken, weil das ist das Einzige, was man machen kann. Man entgiftet ja auch von Alkohol, von Koffein. Einfach alles mal rausschwemmen und nochmal resetten den Körper und von neu anfangen. Und da habe ich jetzt einfach mega krass Bock drauf. Ich werde hier auch ganz viel wandern gehen, spazieren gehen mit meiner Maus, weil hier im Harz, ich bin hier direkt im Wald. Ich sitze hier übrigens in meinem kleinen, süßen Erker. Klein ist gut, eigentlich voll groß. Ich werde mal sehen, dann nicht. Und ihr auch. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn ja, dann bleibt die nächsten Tage dran. Ich werde jetzt jeden Tag ein Video hochladen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal gefastet habt, ob das was für euch ist, wie eure Erfahrungen waren. Ich habe es bei Instagram schon mal gefragt. Gut, ich freue mich total, dass ich wenigstens mit euch reden kann und ihr mit dabei seid, auch wenn Luna ja meine moralische Unterstützung noch ist. Ah, ich muss euch jetzt unbedingt die Wohnung zeigen. Die ist echt ultra, ultra geil. Da kommt mal mit. Also, das ist mein Erker. Das ist das Wohnzimmer. Das ist meine kleine Maus. Hallo. Gefällt es dir? Gefällt es dir hier? Sehr gut sogar. Okay. Das freut mich zu hören. Genau. Ja, das ist meine Lampe. Ein bisschen Licht wollen wir dann doch haben. Dann geht es in den Flur. In die Küche, die ich nicht wirklich benutzen werde. Moment, ich gehe hier lang. Dann in das Bad. Oh, alter Schwede. Mit Badewanne. Aber nicht nur mit Badewanne, sondern auch mit Dusche. Und hier geht es dann ins Schlafzimmer. Schön großes Bett.
Das ist der begehbare Kleiderschrank. Und hier in meinem Schrank gibt es eine Tür zur Sauna. Krass, oder? Moment. Geh mal mit euch in die Sauna. Hier kann ich sogar mein Licht wechseln, wie ich das will. Blau, grün, rot, nee, grün. Wie auch immer. Ja, ziemlich geile Sache. So. Und man kann jetzt, hier war ja das Bad, ne? Hier ist das Schlafzimmer. Und man kann jetzt einmal im Kreis quasi laufen. Weil hier ist wieder die Küche. Und da ist wieder das Wohnzimmer. Jetzt mache ich mir mein letztes Abendmahl. Nein, meine Henkers-Mahlzeit. Gemüsesuppe mit Blumenkohl, Karotten, Brokkoli, Romanesco. Ey, gehst du wohl wieder an? Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, frischen Kräutern aus dem Garten meiner Mama, die habe ich mitgenommen. Das war meine Wohnung. Hier lässt es sich aushalten die nächsten 8 Tage und Luna findet es auch gut. Jetzt esse ich meine Suppe und meine Früchte und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir singen!